Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Global Grizzly. Heute stehen die letzten drei Spiele in der Saison an. Es wird ein absoluter Abstiegskrimi. Kann ich jetzt schon garantieren. Was alles passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Wir hatten ein 1-0 gegen Werder Bremen, genau. Und wir hatten danach ein 0-0 gegen Bayern München. Es war ein klasse Spiel, wir hatten sogar die Chance, 3 Punkte zu holen, aber wir haben den Punkt sehr gern mitgenommen. Danach haben wir 2-1 gegen Leipzig verloren. In der 92. Minute kriegen wir das Gegentor. Das war ärgerlich. Das war wirklich auch vor allem bitter, bitter, bitter. Und was heißt es für die Tabelle? Wir sind aktuell punktgleich mit Hannover, aber schon gestern gespielt haben und 2-1 gegen Wolfsburg verloren haben. Union Berlin und der SC Freiburg sind beide abgestiegen. Auch wenn Union jetzt in den letzten 4 Spielen 2-mal gewonnen hat, jeweils zu Hause. Aber es hat nicht mehr gereicht. Heißt, wir sind definitiv schon mal auf Rang 16 und haben es in der eigenen Hand, ob wir absteigen oder nicht. Also der Klassenerhalt ist so realistisch möglich wie noch nie. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben. So, jetzt heißt es halt Spiel gegen Hamburg. HSV irgendwie gefühlt mein Erzfeind. Beziehungsweise ich kann einfach gegen die nicht gewinnen. 2-2 in der Hinrunde der Bundesliga. Und im DFB-Pokal haben wir gegen die verloren. 3-0. In der Hinrunde der zweiten Liga haben wir verloren. Achso, und stimmt, wir hatten ja, oh ja, stimmt, das war ja das grandiose Spiel, wo wir dann 94 Minuten 2-1 machen. Stimmt, wir haben ja schon einmal gegen die gewonnen, dann wollen wir es jetzt versuchen, dass wir es genau so wieder machen. Also, HSV. Wir sind gespannt. Wir haben eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Niklas Dorsch hat sich verletzt, 3 bis 5 Wochen. Heißt, die Frage ist natürlich auch, wird er, sollte es zur Relegation kommen, da fit sein? Hat massiven Sprung gemacht nochmal, Marktwert super gestiegen, durch die Decke geschossen. Hat noch bis 23 Vertrag. Mal schauen, mal schauen. Ich bin mega stolz auf ihn. Es hat die Saison, die er in der zweiten Liga grandios absolviert hat, bestätigen konnte in der Bundesliga. Und wir werden definitiv jetzt genauso, nein, nicht ganz genauso, wir werden Holse einsetzen statt Hlossek. Und dann werden wir genauso aufstellen. Wir spielen jetzt gegen Hamburg. Als nächstes dann das Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Und zu guter Letzt dann das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen. Aber wir starten jetzt gegen Hamburg. Und wir würden einen Punkt sofort mitnehmen, weil das hieße dann, dass wir vorübergehend auf Rang 15 werden. Direkter Klassenerhalt ohne Relegation. Die Relegation könnte nämlich ein ganz, ganz schwerer Gegner kommen. Aber das sehen wir dann, wenn es dann soweit wäre. Also, bereitet denen eine unangenehme Überraschung vor. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass der Meisterschaftskampf so spannend wie selten war. Gladbach und Schalke trennen nur ein einziger Punkt. Und einer von denen wird Meister. Also es wird einen Überraschungsmeister geben. Dortmund wird die Champions League so gut wie sicher haben, eigentlich. Und Bayer Leverkusen gegen Leipzig wird gegen die Champions League spielen, um den 4. Platz. Und Bayern muss gegen Hamburg aufpassen, dass sie den 6. Platz nicht sogar verlieren. Also Champions League nächstes Jahr wird es für die Bayern definitiv nicht gehen. Das ist sehr, sehr überraschend. Und vor allem Rang 7 ist ja nicht die Euroleague, sondern der neue Cup, da den die UEFA da veranstalten möchte, den Euroleague 2 oder Eurocup 2 oder wie man die denn auch immer nennen. Auf jeden Fall auch noch nicht mal die Euroleague, also noch schlechter. Und Platz 7 wäre für Bayern zum Beispiel katastrophal. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. Wir werden jetzt auf uns achten. Spielen gegen Hamburg. Und werden wirklich jetzt alles versuchen. So, Anfangsphase vorbei. Nichts passiert. 0-0. Und wir werden jetzt das erste Mal einen Zwischenruf zur Mannschaft geben. So, und wir sind am Ball mit Passlack über Kleindienst wieder auf Passlack.
Der spielt wieder auf Kleindienst, Kleindienst wieder auf Paslak. Und jetzt kann Paslak flanken auf Ghana, auf Sohm, auf Ghana. Ghana sieht Augustinsson auf der linken Seite. Und der flankt jetzt bitte rein auf Carlo Holse und Carlo Holse mit dem 1:0. Wir führen in Hamburg, beziehungsweise gehen in Front in Hamburg mit 1:0. Sehr, sehr geil. Super Flanke von Augustinsson auf den zweiten Pfosten. Dort steht Carlo Holse komplett frei, wird nicht gedeckt und kann einköpfen zum 1:0. Bis jetzt eine super erste Hälfte. Siehst du, wir wären jetzt 3 Punkte erstmal vor Hannover. Sieht sehr, sehr schön aus. So, Halbzeit. Wir führen 1:0. Es ist nichts weiter passiert. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall auf die faule Haut legen. Wir müssen weiter am Ball bleiben. Augustinsson auf Kleindienst. Der wieder auf Augustinsson. Der spielt wieder auf Kleindienst. Kleindienst, nicht den Ball verlieren, nicht den Ball verlieren. Genau, auf Ghana, schön. Und Superball auf Kleindienst. Der spielt wieder auf Ghana. Der sieht Carlo Holse rechts. Und Carlo Holse setzt sich durch. Und was für ein geiles Tor. Super Tripling. Und dann, Junge, 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 dieser Schuss in den Winkel zum 2:0. Unser dänischer Neuzugang, der im Sommer kam. Aus Rosenborg Trondheim, der ersten norwegischen Liga, mit seinem zweiten Treffer am heutigen Tag. Und es steht 2:0 in Hamburg. Und wir würden einen riesen, riesen Schritt aus dem Relegationskampf machen. Natürlich sind wir natürlich dann immer noch gefährdet, aber es war abseits, alles gut. Aber es sieht schon dann sehr, sehr stark aus. Also das ist der Wahnsinn. So, jetzt werden wir es erstmal wechseln. Und wir bringen Oliver Skip für Al-Hassan Yusuf. Und hoffen natürlich, dass jetzt nichts mehr so viel passiert, dass wir die Führung über die Zeit bringen. So, 75 Minuten, wir wechseln jetzt das zweite Mal. Felix Paslak kommt raus, unser Winterneuzugang aus Dortmund. Und rein kommt unsere Leihgabe aus Valencia, Thierry Correa, der sich auch sehr schön entwickelt hat. Weil den werden wir definitiv nicht holen, weil wir haben jetzt mit Felix Paslak unseren ersten Rechtsverteidiger. Also unseren Stammrechtsverteidiger brauchen wir ihn dann nächste Saison definitiv nicht mehr. So, Karl Holse auf Kleindienst, wieder auf Holse. Und Holse, er macht nicht seinen Hattrick. Hätte er sich verdient, schade. Und Kleindienst hätte aber fast das 3:0 gemacht. So, und wir wechseln jetzt das letzte Mal. Schnatterer kommt für Florian Elkoman. Und weiter geht's. Ja, was mit Marc Schnatterer passiert über den Sommer hinaus, das wissen wir auch noch nicht. Es wird schwer. Es wird eine schwere Entscheidung, weil er ist eigentlich nicht mehr gut genug für uns. Aber wir können uns natürlich auch nicht von ihm trennen. Das ist auch ganz klar. Kapitän, absoluter Vorzeigekapitän bei uns. Seit Ewigkeiten bei uns im Verein müssen wir dann im Sommer mal schauen, was wir da machen. Aber auf alle Fälle, wir haben gegen Hamburg jetzt gewonnen, 2:0. Und was passiert bei Hertha gegen Leipzig? Hertha, unser nächster Gegner. Hertha gewinnt 3:0 gegen Leipzig. Alles klar, damit ist Hertha definitiv raus aus dem Abstiegskampf. Sind definitiv ganz, ganz sicher gerettet. Und bis Fortuna Düsseldorf könnte es rein theoretisch noch gehen, dass die auf Rang 16 fallen. Aber es schaut danach aus, dass es ein Zweikampf weiterhin bleibt zwischen uns und Hannover. Sehr, sehr spannend. Und wir gehen mal dann weiter. Also Hertha hält die Klasse, genau. Und wir scouten weiterhin junge Nachwuchsspieler.
wo wir dann vielleicht den einen oder anderen mal dann bei unserem Verein sehen, sofern sie natürlich ordentlich Potenzial haben. Werden wir so versuchen zu holen. Wir scouten in allen möglichen Regionen, aber erstmal nur Europa. Unter anderem werden wir scouten in Kroatien, sehr viel in Deutschland, in Serbien, Österreich und. Also wirklich komplett verschiedene Regionen. Und klar, wenn wir ein sehr, sehr junges Talent billig bekommen, dann nehmen wir das immer wieder gern mit. Haben wir im Sommer viele geholt. Weil wir wollen natürlich auch junge Talente holen, entwickeln und dann notfalls teuer weiterverkaufen. Damit wir auch weiterhin als Verein steigen. Beziehungsweise uns verbessern, um dann eventuell in ein paar Jahren mal um Europa mitzuspielen. Das ist so unser Ziel. Dass wir in, ja, ich würde mal sagen, 5 Jahren oder so hoffentlich Champions League spielen. Das wäre so das Ziel, was wir sehr, sehr gerne sehen würden. Aber gut, man kann soweit noch nicht in die Zukunft vorausschauen, was kommt. Wir müssen jetzt erstmal aufs Hier und Jetzt schauen und da sieht's aber gut aus, dass wir in der Bundesliga bleiben. Notfalls würden wir Relegation spielen. Und die könnte sehr, sehr spannend sein. Können wir uns eigentlich direkt mal anschauen, wie es in der zweiten Liga ausschaut. Also, wir wissen ja, wie es in der Bundesliga ausschaut. Wir und Hannover kämpfen ja in einer 3-Punkt-Unterschied. Allerdings haben wir das schlechtere Torverhältnis. In der zweiten Liga schaut es wie folgt aus. Aufgestiegen sind sicher Frankfurt und Augsburg. Und Relegationsplatz wird entweder Stuttgart, Paderborn, Darmstadt, Bochum oder Nürnberg. Zwischen Platz 3 und Platz 7 sind 3 Punkte Unterschied. Also es ist ein super spannender Kampf. Bei Nürnberg schon ordentlich abgeschlagen ist mit 3 Punkten Rückstand, sage ich mal, bei noch 2 verbleibenden Spielen. Und Stuttgart, Paderborn, Darmstadt, Bochum. Also ich sag mal so, Bochum, Darmstadt sehe ich, wenn wir in die Relegation müssten, sehen wir uns als Favoriten. Paderborn wären ebenbürtige Gegner und Stuttgart wäre der klare Favorit dann. Sollten wir in Stuttgart spielen. Und dann jetzt schaut es ja auch nach Stuttgart aus, deswegen wäre es sehr, sehr schön, wenn wir es schaffen, auf Rang 15 die Saison zu beenden, dass wir gar nicht in die Relegation müssen. Aber es liegt vor allem jetzt auch in unserer eigenen Hand. Also wir werden natürlich jetzt alles weiterhin geben. Aber Hertha BSC Berlin ist natürlich kein einfacher Gegner. Wir spielen zu Hause, das ist natürlich unser Vorteil. Aber das heißt natürlich auch nichts. So, Lapu entwickelt sich weiterhin sehr gut. Ein slowenischer Innenverteidiger, den wir geholt haben von Maribor im Sommer für 252.000. Und Viktor Nelson, unser Stamm-Innenverteidiger, entwickelt sich auch prima. Kam aus Dänemark. Und die haben da schon so ein recht gutes Team zusammengebaut mit den minimalen Mitteln, beziehungsweise mit den kleinen finanziellen Mitteln, die wir hatten. Wir sind das Team immer noch, was die wenigsten Gehaltsausgaben hat in der kompletten Liga. Also da siehst du ja auch einfach, dass wir ein kompletter Underdog in der Liga sind. Das Stadion umfasst gerade mal 15.000 Zuschauer. Da lachen die großen Vereine in der Bundesliga natürlich drüber. Und naja, immerhin können wir sagen, Stadion ist immer ausverkauft, beziehungsweise 90% ist immer ausverkauft. Und von daher, das stört uns jetzt nicht. Natürlich werden wir dann in ein paar Jahren auch mal Stadion ausbauen müssen oder ein neues bauen. Müssen wir dann schon, wenn wir die finanziellen Mittel dafür dann haben. Aber als erstes geht's jetzt gegen Hertha BSC Berlin. Da spielen wir weiterhin in der Void Arena, logischerweise. So, und Gehälter im Verhältnis zum Umsatz der Liga. Gut, wenn wir jetzt zum Umsatz anschauen, dann zahlen wir 53% der Einnahmen, die wir bekommen. Das ist natürlich heftig. Aber, ja. In dem Sinne ist Düsseldorf halt letzter. Köln zahlt
oder Union und Köln sind heftig mit über 80%, genauso wie Hoffenheim, beziehungsweise knapp 80%. Am besten ist es ja so, dass man maximal so 60% des Umsatzes der Gehälter zahlt, dann kann man sagen, man ist wirtschaftlich steht man stabil als Fußballverein. Und jetzt spielen alle zeitgleich, bis auf Leverkusen gegen Leipzig. Gut, die interessieren uns aber auch erstmal nicht. Und Union, wobei Union interessiert uns auch nicht mehr, die sind ja schon abgestiegen. Bremen gegen Hannover, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Absoluter Abstiegskampf. Wer spielt dann noch? Dann spielt Fortuna Düsseldorf gegen Dortmund, auf die achten wir natürlich auch. Und ja, das war's dann auch auf die Spiele, die wir achten. Und logischerweise auf unseres. Aber gut, das ist ja eh klar. Und sollten wir hier gewinnen, könnten wir eventuell schon den Klassenerhalt feiern. Aber gut, erstmal einen Schritt nach dem anderen. Wir können theoretisch auch mit dem Unentschieden den Klassenerhalt feiern. Aber da muss natürlich das andere Spiel dann bei Bremen gegen Hannover mitspielen. Jetzt sagen wir, ändern gar nichts und starten genauso rein ins Spiel. Und hoffen, dass wir hier mindestens mal einen Punkt holen. Piatek im Sturm. Das ist natürlich ein Top-Stürmer für Hertha. Luka Toussaint als Sechser. Auch ein Top-Spieler. Also Hertha ist der klare Favorit. Da brauchen wir jetzt keine zwei Meinungen. Aber das waren schon andere, gegen die wir gespielt haben. Und wir sind trotzdem teilweise mit 3 Punkten rausgekommen. Also Spiel geht los. Wie gesagt, wir achten vor allem, was Hannover macht. Und hoffen, dass wir hier was erreichen. Werder Bremen führt jetzt schon 1-0 gegen Hannover. Stand jetzt hätten wir den Klassenerhalt. James Garner auf Sohm. Sohm auf Yusuf, auf Kleindienst, auf Karl Holse. Und Karl Holse, nein! Jahrstein lenkt ihn an die Latte und es bleibt beim 0-0. Aber Stand jetzt werden wir weiterhin erste Liga. Holse mit dem Freistoß, der nichts einbringt. Jahrstein kann den Ball halten. Die Anfangsphase ist klar auf unserer Seite, aber wir steht weiterhin 0-0. Wir bleiben am Ball mit Lukas May. Unser eigentlicher Innenverteidiger spielt jetzt auf rechts scheinbar. Paslak wieder am Ball. Paslak auf Garner, der auf Sohm. Und Sohm zurück auf Lukas May, der schon einige Fehler hatte leider. In der kompletten Saison. Und Karl Holse am Ball. Carlo Holse macht das jetzt diesmal? Nein, er versucht es wieder und Jahrstein hält den Ball schon wieder. So, übrigens auch spannender Kampf in der Führung. Gladbach führt jetzt 2-0 und Schalke spielt gegen Bayern. Mal schauen, wer deutscher Meister wird. Ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und Freiburg verliert aktuell gegen Hamburg. Gut, die sind schon sicher abgestiegen und werden stand jetzt dann auch sicher Letzter. Aber wir achten auf andere Partien. So, Tonaniga mit dem Freistoß auf Dardai. Und Dardai kann flanken, aber Karl Holse kann den Ball klären, aber nur bis Thoma. Und Hertha weiterhin im Ballbesitz auf Dardai und Palko Dardai mit dem 1-0. Eieieiei. Hertha macht nichts, aber auch gar nichts für das Spiel und führt aber jetzt 1-0. Das ist bitter, das ist sehr, sehr bitter. Wir haben viel mehr Ballbesitz, wir dominieren ihn bei den Chancen gegen Hertha. Und es steht jetzt aber 1-0 für Hertha, das ist ärgerlich. So, Florinel Koeman am Ball auf Garner, der auf Simon so mit dem Pass auf Paslak, der auf Yusuf und Yusuf mit der Flanke auf Kleindienst und Kleindienst legt auch auf James Garner und James Garner setzt den Ball an den Pfosten. Eieiei. So, Hannover liegt weiterhin 1-0 hinten. Düsseldorf liegt jetzt auch 1-0 hinten. Aber wir liegen auch 1-0 hinten. Erwartet eine Leistungssteigerung. Ich meine, die Leistung war ja an sich gut, aber wir haben halt unsere Chance nicht gemacht. So, bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Wird es erst am letzten Spieltag entschieden? Der Klassenerhalt, der mögliche. So, Karl Holse
hatte einige Chancen, hat leider keine verwertet. Deswegen darf jetzt Adam Flossek, unser tschechisches Supertalent, ran. Und es sind jetzt auch schon 72 Minuten um. Wir müssen jetzt langsam offensiver werden. Und hoffen, dass wir hier noch irgendwie ein Tor machen. Wir dominieren komplett, aber wir machen keine Tore. Es ist irgendwie sehr, sehr bitter. Und Augustinsson auch für Sobol. Das heißt, wir haben jetzt unsere alle drei Wechsel. Wir werden jetzt auf sehr offensiv gehen. Und hoffen, dass hier noch irgendwas passiert. So, Einwurf, Sobol, auf James Garner. James Garner läuft und schießt und Jahrstein kann den Ball halten. Es ist so eine bittere Niederlage. Die schmerzt wirklich. Ich meine, schaut euch mal diese Statistik an. 20 zu 3 Schüsse. 60-40% Ballbesitz. Und wer gewinnt? Die Mannschaft, die 3 Schüsse hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann meiner Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, weil die Leistung war, die war top. Die war wirklich top. Also, das gegen Hertha BSC Berlin, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Kann man schon stolz sein. Aber gut, das bringt uns auch nichts weiter. Hannover verliert immerhin auch gegen Bremen. Also wir haben weiterhin 3 Punkte Vorsprung, dürfen aber nicht verlieren im nächsten Spiel. Das ist eben das Problem, wenn wir verlieren, gegen wen spielen wir nochmal? Gegen Bayer Leverkusen. Und Hannover gewinnen sollte, gegen wen spielen sie denn? Spielen gegen Bayern. Sollte Bayern verlieren und Hannover also dann gewinnen. Und sollten wir dann verlieren gegen Leverkusen? Hieße das, dass wir ins Relegationsspiel müssten. Wollen wir natürlich verhindern. Aber, naja gut, ich meine, ich sag mal, so ein Punkt gegen Leverkusen wird ja reichen. Eigentlich müssen wir die Entscheidung gegen Hertha schon längst machen. Also die Entscheidung in der Bundesliga. Weil, war so ein klasse Spiel und das gewinnen wir einfach nicht, beziehungsweise am Ende haben wir 0 Punkte in der Hand. Das ist sehr, sehr bitter. Aber wir schauen auch jetzt mal, was die zweite Liga heute macht, weil die spielen ja immer am Sonntag, zumindest zum Schluss. Genauso wie jetzt Leipzig gegen Leverkusen. Schauen wir erst mal, was Leipzig gegen Leverkusen macht. Dort ist der Kampf um die Champions League ein 0-0. Heißt, Leverkusen spielt, ist noch nicht in der Champions League qualifiziert, das heißt, die spielen gegen uns auch um alles. Eieiei. Und so, was macht die zweite Liga? So, wir sehen, Stuttgart und Paderborn werden jetzt gegeneinander kämpfen. Also Darmstadt hat sich verabschiedet und Bochum hat sich verabschiedet, weil sie jeweils 3-0 verloren haben. Paderborn hat 3-0 gewonnen gegen Darmstadt und Stuttgart hat 1-0 gegen Dresden gewonnen. Das heißt, ja, es ist vielleicht sogar am Ende sogar die Tordifferenz, weil auch nur in diesem Punkt gleich und denen fehlt ein Tor Unterschied. Das ist heftig, das ist wirklich heftig. Stuttgart spielt zu Hause gegen Ingolstadt und Paderborn spielt gegen wen? Zu Hause gegen Dresden. Also Paderborn hat das leichtere Spiel. Dresden, die schon sicher abgestiegen sind. Gut, Ingolstadt spielt auch um nichts mehr, aber von der Tabellenposition her hat Paderborn das einfachere Spiel. Das ist mal sehr, sehr spannend. Ein super spannender Aufstiegskampf. Also heftig. Das ist wirklich heftig. Ist Gladbach jetzt eigentlich schon Meister oder wurde es weiterhin verschoben? Wie schaut es denn aus? Darauf habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Okay, also Schalke hat unentschieden gespielt. Gladbach hat gegen Köln gewonnen. Dürfte eigentlich die Meisterschaft entschieden sein. Weil es bei 12 Toren Unterschied und 3 Punkten ist, das ist eigentlich sicher, dass Gladbach die Meisterschaft gewonnen hat. Sehr herzlichen Glückwunsch an die Fohlen. Zwar ist es jetzt noch nicht offiziell, aber eigentlich ist es dir nicht mehr zu nehmen.
Der Überraschungsmeister kommt aus Gladbach. Schalke kann weiterhin nicht die deutsche Meisterschaft gewinnen. Waren ja schon mal für 4 Minuten Meister 2001. Aber man weiß ja, wie das Ganze abgelaufen ist zum Schluss. Die Bayern durch einen indirekten Freistoß gegen Hamburg, oder was? Nee, war nicht. Und Hamburg, irgendwie waren das nochmal. War das Hamburg? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war es Unterhaching? Auf alle Fälle haben sie gewonnen. Beziehungsweise, nee, das war ja dann auch noch ein Unentschieden. Genau. Und aufgrund dessen ist Schalke einfach nicht deutscher Meister geworden. Das ist dann schon sehr bitter für den FC Schalke 04. Aber es ist auch, ich sag mal so, nicht unbedingt der Verein, den ich mag. Deswegen habe ich damit kein Problem, das auch so anzusprechen. Auch wenn es die Schalke-Fans vielleicht nicht ganz so gerne hören wollen. Auf alle Fälle geht es jetzt gegen Leverkusen. Und Simon Sohm hat sich leider verletzt. Wird damit definitiv auch die Relegation verpassen, sollten wir dann da hinkommen. Schalke 04 hat Interesse an Coman, hat eine Ausstiegsklausel für Champions League-Vereine für 20 Millionen. Also die können sie gerne ziehen, weil für Champions League haben sie sich ja qualifiziert. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Und wenn, dann haben wir einen absoluten Geldsegen. Und mit den 20 Millionen können wir nämlich jetzt verdammt viel machen. Aber gut, das sehen wir dann, was im Sommer alles passiert. Sollten wir natürlich absteigen, also dann in die Relegation, dann dort die verlieren. Das wäre natürlich tragisch, dann würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Spieler verlieren und dürften nochmal komplett neu umbauen, die komplette Mannschaft. Weil die haben wir ja sehr schön eigentlich zusammengeholt. Man wirklich sagen kann, man kann damit sehr, sehr zufrieden sein mit dem, was man da sich jetzt geholt hat. Aber gut, wir sehen jetzt, was kommt. Paulinho, auch ein weiterer Sechser aus Portugal, entwickelt sich weiterhin prächtig. Da kann man wirklich sehr, sehr froh sein. So, und wir brauchen einen einzigen Punkt zum Klassenerhalt. Aber wir können natürlich auch nicht komplett defensiv in die Partie reingehen. Auch wenn es gegen Leverkusen geht. Wir können nicht die ganze Zeit mauern. Das ist auch nicht unser Spielstil. Dem werden wir einfach nicht glücklich. Wir haben ja in der Anfang der Hinrunde versucht, mit Fünferkette zu spielen. Wie wir ja alle wissen, ging es komplett schief. Sobald wir wieder auf Viererkette umgestellt haben, lief es einigermaßen gut. Auf dem 4-4-2 lief es auch noch nicht so ganz. Aber sobald wir dann auf dem 4-3-3 umgestellt haben, kamen die Ergebnisse. Dafür haben wir auch das Spielermaterial. War leider, muss man wirklich so sagen, im Nachhinein viel zu ängstlich, bin ich in die Bundesliga reingegangen. Dachte, dass wir keine Chance haben und habe deswegen auf Fünferkette gestellt und habe relativ defensiv das Ganze, bin ich da angegangen. Im Nachhinein war es ein großer Fehler, weil dann wären wir jetzt schon längst gesichert. Aber wir werden jetzt schauen, was passiert. Wir haben es ja immer noch in der eigenen Hand. Das ist ja das Gute. Wir sind ja nicht auf andere Ergebnisse angewiesen. Aber es ist wieder mal, stimmt, jetzt ist ja mal, das ist ja mal wieder interessant. Es ist wieder mal bis zum Schluss absolut spannend gegen eine bestimmte Mannschaft, nämlich Hannover. Wir erinnern uns, was letztes Jahr passiert ist, wenn ich jetzt mal kurz zurückblick. Letzte Saison. Letzten Spieltag haben wir verloren, Hannover hat verloren und aufgrund dessen ist Hannover direkt aufgestiegen und wir mussten in die Relegation. Wir hätten gewinnen müssen, haben wir nicht geschafft. Im Nachhinein sehr, sehr bitter, aber gut, ich meine, wir haben die Relegation dann gewonnen, hatten dann zwar zwei absolut spannende Duelle gegen Augsburg, aber sonst nicht weiter stören und dieses Jahr es ist wieder Hannover. Und diesmal hoffen wir natürlich, dass Hannover in die Relegation muss und nicht wir. Und ich würde sagen, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen umstellen. Niklas Dorsch ist auch noch bis zu 2 Wochen verletzt, also wird wohl auch die Relegation verpassen. Deswegen, wir dürfen auf gar keinen Fall in die Relegation. Wir haben dann gar kein Mittelfeld mehr.
So, Oliver Skip wird unser Sechser sein. Und wir werden hoffen müssen, dass wir es irgendwie mit dem Mittelfeld aus Skip, Yusuf und Ghana schaffen. Und ja, dann können wir direkt so ins Spiel gehen. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir werden natürlich definitiv auch schauen, was Hannover macht. Weil sollten die verlieren oder nur unschön spielen, ist es egal, was wir machen. Aber darauf können wir uns natürlich nicht verlassen. So, wir spielen jetzt also gegen Leverkusen, die eindeutig die Favoriten sind. Die auch noch um die Champions League spielen gegen RB Leipzig. War das ja, oder? Ja, genau. Ja. Und von daher, das wird sehr, sehr spannend. Freistoß für Leverkusen nach 2 Minuten durch den hierbei. Und Schubert kann den Ball halten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war wichtig. Ich bleib erstmal beim 0:0. Das war verdammt eng. So, Klapper führt jetzt auch 1:0 gegen Dortmund. Das heißt, sie werden jetzt definitiv Meister. Und Hannover spielt auch weiterhin 0:0. Düsseldorf führt 1:0 gegen Wolfsburg. Heißt, wir können auch keine Position mehr gut machen. Wir würden auf Rang 15 höchstens landen, aber das würden wir auch sofort unterschreiben. So, Leverkusen weiterhin Angriff, Jedwai auf rechts, jetzt die Flanke auf Diaby und boah, Marco Schubert, ey, du bist aktuell mein Held. Ey, also da muss mindestens einer rein von Leverkusen angriffen. Das war ja gerade eine riesen Doppelchance. Okay, das 0:0 können wir aktuell absolut Marco Schubert nur Danke sagen. Hannover spielt weiterhin gegen Bayern 0:0. Und nach 15 Minuten hatten wir bis jetzt absolut gar nichts. Konnten gar nichts machen. Hertha führt jetzt auch 1:0 gegen Hamburg. Aber wir achten eben auf das Spiel gegen Hannover. So, Oliver Skip holt sich den Ball, aber Havertz bekommt ihn wieder auf Bailey und Bailey jetzt mit dem 1:0. Also wir liegen jetzt hinten gegen Leverkusen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, was Hannover macht. Also Bayern, bitte, 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 bitte verliert das hier jetzt nicht. Und Bayern führt 1:0. Bayern führt 1:0 durch Benjamin Pavard. Und Hannover das jetzt nochmal um den Bogen bekommt, ich bezweifle es stark. Ich bezweifle es jetzt wirklich stark. Ich meine, ich bin zwar absolut nicht zufrieden, was ich da sehe, aber aufgrund der Niederlage aktuell von Hannover hieße das, dass wir nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen würden und nicht in die Relegation müssten. Bleibt sehr, sehr spannend. So, wir wechseln jetzt aber nach 65 Minuten das erste Mal. Carlo Holse hat leider kein so gutes Spiel gemacht. Adam Klostek kommt rein. Und wir schauen weiterhin, was Bayern gegen Hannover weiterhin macht. So, Demirbay mit dem Eckball für Leverkusen. Oliver Skip köpft weg auf Klostek. Und Kleindienst rennt. Und rennt und rennt und rennt und kann ihn jetzt spielen auf Klossek und Klossek setzt sich dadurch. Nein, spielt aber auf Kleindienst und Kleindienst Flanke kommt aber nicht an, aber wir bleiben Ballbesitz. Oliver Skip auf James Garner, James Garner auf Florian Hillkommand und Tim Kleindienst ist durch und er haut den Ball nicht rein. Mit dem 1-1 werden wir natürlich direkt durch. So, und Florian Hillkommand mit dem Eckball, aber Radetzky kann den Ball halten. Eieieiei. So, Wendel auf links, weiterhin am Ball, flankt, beziehungsweise gibt den Pass auf Paulinho ab und der flankt auf Bailey und Bailey köpft am Tor vorbei. So, es sind jetzt 77 Minuten um und wir werden jetzt auf jeden Fall mal Schnatterer mal bringen, nochmal. Und auch Teuerkauf. Beide werden, beziehungsweise auf jeden Fall Teuerkauf, werden wir versuchen, beziehungsweise hat auch keinen Vertrag mehr, wird uns verlassen, das ist sicher. Schnatterer, sein Vertrag läuft auch aus,
Aber wir werden wahrscheinlich nochmal verlängern, wenn er nicht ganz so viel möchte. So, und jetzt noch 10 Minuten. Jetzt werden wir nochmal auf sehr offensiv gehen. Weil, oh Gott, Hannover macht das 1-1. Bitte nein. Nein, tut mir das jetzt nicht an. Passlack auf Tim Kleindienst. Tim Kleindienst auf Marc Schnatterer, nein, und Adam Flossek. Adam Flossek mit dem 1:1. Und wir sind jetzt aktuell gesichert. Wir sind aktuell weiterhin in der ersten Liga. Wir sind weiterhin in der ersten Liga. So, und? Das Spiel ist vorbei. Wir holen einen Punkt in Leverkusen. Und wir sind in der ersten Liga. Weiterhin dabei. Was für ein Comeback. Grandios. Absolut grandios. Mein Gut, am Ende wäre es egal gewesen, weil Hannover nur 1-1 spielt. Aber es ist schön, dass wir es auch aus der eigenen Hand selbst erzielt haben und nicht unbedingt nur darauf angewiesen waren, dass Hannover jetzt nicht gewonnen hat. So, was sind die anderen Ergebnisse? Gladbach hat 3-0 gegen Dortmund gewonnen, Düsseldorf, Wolfsburg 1-1, Hannover eben auch 1-1 gegen Bayern, Hertha gewinnt 3-0 gegen Hamburg. Mainz verliert 1-0 gegen Bremen, Freiburg gewinnt 3-1 gegen Union Berlin, Schalke gewinnt 1-0 gegen Leipzig und Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Köln. Das heißt, das für die Tabelle. Gladbach ist Meister, Schalke, Dortmund und Leverkusen spielen nächstes Jahr in der Champions League, Leipzig und Bayern in der Europa League und Hamburg im Eurocup 2 oder Euroleague 2 oder wie sie es auch immer nennen. Wir bleiben nächstes Jahr weiterhin Bundesliga. Wir haben die Klasse aus eigener Kraft geschafft, beziehungsweise gehalten. Union Berlin und der SC Freiburg werden direkt absteigen und Hannover 96 muss in die Relegation. Es ist Wahnsinn. Gladbach ist immer noch Marco Rose Trainer, oder? Ja. Sehr, sehr stark, was der da mit der Mannschaft erreicht hat. Respekt, hätte ich so nicht gedacht. Heinheim erhält 36,55 Millionen für Rang 15. Das tut unseren Finanzen sehr, sehr gut, weil wir jetzt das Geld dringend notwendig hatten. Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht so viele Transfers tätigen können. Das ist ein Problem. Aber gut, damit müssen wir klarkommen. Müssen wahrscheinlich den einen oder anderen eher verkaufen, bevor wir dann Transfers tätigen können. Aber das sehen wir dann. So. Würde sagen, das war's dann für heute auch. Wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mache ich nochmal wieder einen Saisonüberblick, was alles auch in den anderen europäischen Ligen passiert ist, was in den unteren deutschen Ligen passiert ist, über uns, über unsere Saison. Werden wir nochmal ein bisschen reden. Ich würde sagen, das Video ist eh schon lang genug. Wenn euch der spannende Abstiegskampf in dieser Saison gefangen hat, dann lasst doch gern ein Like da und auch gern ein Abo, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr eins da lassen würdet, wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und bis dahin, ciao, ciao.